Servus Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen neuen Vlog, an diesem wunderschönen neuen Tag. Es ist mehr ein Prank als ein Vlog, denn wie ihr vielleicht sehen könnt, ist Thomas momentan nicht da. Was lustig wird, ist, dass Thomas dieses Video letztendlich selber schneiden muss. Das heißt, Thomas wird quasi das Video schneiden, wie er geprankt worden ist von mir. Thomas, wenn du hier irgendeinen Blödsinn rein editierst, Alter, ich und Propa, wir nehmen dich auseinander, Digga. Also pass auf, mein Freund. Ja, ich habe Thomas folgendes bei WhatsApp geschrieben. Ihr seht, ich habe ihm gesagt, er soll heute ein bisschen später ins Büro kommen, weil ich noch Meetings habe. Aber eigentlich brauche ich die 2 Stunden für etwas ganz anderes. Denn ich bin mal hingegangen, Leute, und habe mir eine Menge Bilderrahmen bestellt. Und Thomas hatte schon mehrfach gefragt, du Revi, wofür sind eigentlich diese ganzen Bilderrahmen? Und ich habe mir damit Folgendes ausgedacht, Leute. Ich habe hier eine Menge wunderschöne Bilder von Donald Trump, Leute. Und ein paar wunderschöne Bilder von mir. Und diese Bilder werden später in die Bilderrahmen eingesetzt. Das sehe ich nur gerade, dass die Person, die diese Bilder ausgedruckt hat, die viel zu klein gemacht hat. Gut, dann werde ich wohl neue Bilder ausdrucken müssen. Ich habe ja einen Drucker hier, ist gar kein Problem. Und Freddy hat ja bei seinem Cutter mal Folgendes gemacht. Und ich würde sagen, wir gehen mal jetzt rüber, denn ich brauche Freddy sowieso da als Hilfe. Guten Tag, was geht? Hallo Freddy. Na? Hallo. Alles geil bei dir? Frühstück. Geile Zeit, Waffelbande? Mhm. Lecker? Was gibt's Leckeres? Brötchen. Brötchen? Mhm. Richtiger Allmann, ne? Mhm. Richtig deutsch, Alter. Richtig schön Brötchen mit Apfelschorle, lecker. Leute, was ich euch zeigen wollte, ist das hier. Denn Freddy hat hier über Ilias Kopf einfach mal angebracht. Hallo Ilia, guten Tag. Hat hier einfach mal angebracht, Leute. Wunderbare Bilder von ihm, die dazu aufrufen, dich zu motivieren. Oder machen die einfach nur Angst? Ist es mehr einschüchternd oder positiv? Beides. Beides. Ich habe diese ganzen Bilder ausgedruckt. Ich habe aber allerdings von diesen Bilderrahmen 200, Freddy. Also nicht wirklich, es sind glaube ich 20 oder sowas. Aber das reicht schon. Und die werden wir jetzt gemeinsam bestücken und über Thomas Tisch hängen. Was hältst du davon? Waffelbande. Ach so, ich muss da jetzt mitbestücken. Ja, Digga, du musst mir helfen, Alter. Du bist in der Scheiße mit drin, ne? Du hast schon mal gemacht, du hast Expertise. Außerdem bist du der einzige UFO mit einer Schere. Das heißt, du, mein Freund, bist heute mein Prank-Gehilfe. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz rüber, überlegen uns erstmal, wie wir diese Bilder festmachen. Hast du noch Nägel oder sowas hier, Freddy? Nein. Wie hast du die festgemacht? Mit Nägeln, die ich gekauft habe dafür. Scheiße, hast du keine mehr? Ich habe genau 3 Stück gekauft. Du hast genau 3 Nägel gekauft? Ja. Ist dein Ernst jetzt? Ja, das ist schon voll lang her, ich habe nichts mehr hier. Ja, was mache ich jetzt? Das weiß ich nicht. Habe ich ja gut wieder vorbereitet. Warum ne? Muss ich denn Sachen für deine Pranks kaufen? Ja, das ist eine gute Frage. Wir fragen mal kurz Dena oder Izzy, die haben doch immer sowas, Alter. Was geht? Hallo, ich bin gerade am Vloggen. Ja, hier, toll, super geil. Wasserwechsel Izzy, ich muss mal kurz hier im Baumarkt mich ein bisschen bedienen. Wenn du Nägel hast. Nägel? Nägel. Ja, wo könnten die denn sein? Wo könnten die wohl sein? Schrauben und Co.? Das könnte in die richtige Richtung. Aber es sind ja Schrauben und keine Nägel, ne? Oh, da sind jetzt keine Nägel drin. Ich habe keine Nägel. Dann sag das doch einfach. Felix, hast du noch diese Nägel, diese kleinen? Echt nicht? Reißzwecken. Ihr seid eine herbe Enttäuschung. Freddy hat doch Nägel gehabt. Danke, Alter. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen kurz rüber. Ich habe schon Bilder ausgesucht, die, sag ich mal, sehr schön sind. Ich hatte Bilder von mir und Donald Trump ausgesucht. Was denn? Das ist ja eine Glatze. Hä, ist doch keine Glatze. Das ist eine halbe Mütze Glatze. Also, guck mal. Ja? Wir haben diese ganzen Bilder dran, die letztendlich halt an Thomas Wand müssen, ne? Ja, und du machst jetzt alle da rein, dann komme ich wieder, wenn du nagelst, ne? Ja, genau. Weil ich auch noch arbeiten muss. Hä, was? Ja. Machst du auch Videos? Nee. Das Digga, ich hatte nicht mal einen Hammer und eine Schere, Alter. Ja, vielen hab ich dir jetzt gegeben. Alter, du hast mir alles für meinen Prank besorgt. Ja, genau. Schere, Hammer und Nägel. Geil, Alter. Wenn ich nochmal was brauche, komme ich direkt drüber. Das ist eine tolle Idee. Viele werden sich jetzt fragen, warum ich das überhaupt mache. Ich weiß absolut wirklich selber nicht, wieso. Aber ich dachte mir einfach, Thomas geht's hier einfach zu gut. Wisst ihr, der kriegt hier Essen, Wärme, Wasser. Eigene Schubladen, die er sich bauen kann. Eigene Schubladen, die er sich hier selber bestücken kann, ne? Toll. All sowas, Leute. Und Thomas ist ein bisschen frech geworden in letzter Zeit. Wisst ihr, jetzt kommt er schon wieder zu spät. Gut, jetzt kommt er zu spät, weil ich ihm gesagt habe, er soll später kommen. Aber er hat es einfach, glaube ich, verdient, oder? Ja, der ist ziemlich badass. Badass. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wunderschöne Bilder gefunden habe. Cheer! Wer hätte das nicht gerne über seinem Arbeitsplatz hängen, oder? Das ist doch einfach ein wunderschönes Bild. Ich meine, ganz ehrlich, da freut man sich einfach richtig drauf, morgens ins Büro zu kommen, diese Kackfresse über dem Bildschirm zu haben. Das ist doch einfach Mehrwert fürs Leben, oder? Und davon brauchen wir jetzt auch 20 mehr. So, diese Bilderrahmen sind schon bestückt. Ihr seht hier wunderschöne Bilder von mir und von Donald Trump. Viele werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, Revi, wieso gehst du eigentlich hin und nimmst Bilder von dir und Donald Trump? Ich möchte, dass Thomas immer vor Augen hat, wer seine großen Idole und Vorbilder sind. Und das sind natürlich ganz klar ich,
natürlich. Und auf jeden Fall auch Donald Trump, weil das ist eine Religion, Leute. Und natürlich auch Proper der Boy. Ich werde mir jetzt ein paar Bilder im Internet raussuchen, ein bisschen was ausdrucken, was in den großen Rahmen reinpasst. Ich habe auch überlegt, irgendeinen Spruch da reinzuschreiben, wie sowas wie, du bist scheiße. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das die Arbeitsmoral von Thomas steigern wird. Deshalb habe ich mir einfach gedacht, dass da vielleicht einfach ein Bild von Mr. Morgan in den Bilderrahmen reinkommt. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall helfen. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die restlichen Bilderrahmen soweit bestückt habe. Okay, Leute, schaut mal hier. Das sind alle die wunderschönen Bilder, die jetzt gleich noch hier in die Wand kommen. Ich muss mich ein bisschen ranhalten. Denn Thomas kommt schon in einer halben Stunde bis Stunde. Und ich weiß nicht genau, wann er hier ist. Hier sind noch mal ein paar Bilder, die noch bestückt werden müssen. Das letzte Bild druckt gerade, beziehungsweise die letzten beiden Bilder drucken gerade. Und hier, Leute, ihr seht es schon. Es ist die glorious hairline of Donald motherfucking Trump. Er sneakt sich da aus diesem Drucker richtig gruselig raus. Und ich hoffe mal, dass Thomas diese Aktion wirklich von mir zu wertschätzen weiß. Mein Lieblingsbild ist wie gesagt nur das hier. Finde ich extrem geil. Würde ich jetzt auch bald in den Merch-Shop ballern, Leute. Also wenn ihr Bock darauf habt, einfach ein paar Rage-Bilder von mir in euer Zimmer zu hängen und eure Eltern dann am Weg zu verstören, dann lasst einfach mal einen Daumen nach oben da und dann können wir das regeln. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns gleich dann wieder, wenn hier soweit alles bestückt ist und wir die Sachen an die Wand nageln. Bis gleich. Ich würde sagen, wir gehen erstmal ganz kurz rüber und holen Freddy ab und ich muss ganz kurz nochmal ein paar Erinnerungen bei einem netten Herrn nebenan erwecken. Schauen, wie er darauf reagiert. Felix, schau mal. Erinnerst du dich noch an die Zeit, wir beide? Im YouTube-Haus, ne? Das war im YouTube-Haus, wo wir zusammen gewohnt haben. War das nicht schön? Ich glaube, das Bild beschreibt die Zeit echt richtig gut. Hä? Ich bin glücklich und du nicht, oder was? Wir hatten so schöne Tage, Alter, weißt du das? Also würdest du schon sagen, dass du es gut findest, dass ich jetzt bei Thomas aufhänge, das Bild? Ja. Ja? Ich habe auch den ganzen Fotos gerade schon gesehen. Bin ich der Einzige außer dir, der auf den ganzen Fotos drauf ist und Trump? Ja, weil ich habe Vorbilder an die Wand gehangen. Ne? Kann man mal machen, ne? Ja, siehst du mal. Und die anderen aus dem UFO? Tut mir leid, das macht gar keinen Sinn. So, Freddy, auf geht's! Der einzige Mensch, der handwerklich begabt ist, ist bei mir. Sturmwaffe, was ist das? Was ist das? Jungs? Jungs, es ist noch nicht Zeit dafür. Jungs, ihr könnt euch nicht einfach hier... Freddy, jetzt... Du hast einfach wirklich auf... Freddy, du hast ein Problem. Hey Leute, Alter. Es ist fast 14 Uhr, was ist los? Wie heißt der Sturm? Das nicht mehr. Kein Ach, Bier vor. Direkt. Boah, das ist echt ekelhaft. Ja, Freddy, schau mal, ich habe wunderschöne Bilder hier ausgesucht. Mein Favorite ist einfach der hier. Wer ist das? Das bin ich. Aber das sind solche Comic-Streifen, ne? Muss Thomas das schneiden, das Video auch? Ja. Das wird richtig unangenehm für ihn, weißt du? Aber ich habe ein bisschen Angst, dass er irgendwas Ekliges reineditiert. Ich würde sagen, wir hängen jetzt schon mal auf. Ich habe schon mal angefangen hier. Das ist alles nur, damit Thomas ein bisschen motivierter beim Arbeiten ist. Wisst ihr? Große... Das motiviert doch niemanden. Er braucht Vorbilder, der Mann. Natürlich, Donald Trump und mich, Alter. Na klar. Ist keine Timelapse-Dinger. Bin ich überhaupt ganz im Frame drin, ne? Hör doch mal auf damit, das jetzt dahin zu halten. Och, Felix, Mann. Junge, das muss nicht sein. Jetzt raus hier. Junge, ich... Oh Gott. Kommt direkt der Hammer, Alter. Das ist schön, das ist schon mal sehr schön. Das Alter. Sieht auch toll aus. Ja, das sieht super aus. Das sieht aus, als hättest du ein Bild aufgehangen. Ja, Junge, ich hab die Nagel nicht reingehauen, Alter. Ja, ich hab noch nicht ein riesiges Bild hingehangen. Das ist doch nicht für so ein riesiges Bild. Ach so, ja geht. Dann kommt das hier hin oder wo. Boah, ich glaube, das wird Thomas Motivation. Hast du einfach Thumbnails irgendwann ausgedruckt? Ja, ja. Ist dein Ernst? Ja, ja. Warum? Hä? Damit er motiviert ist. Top-Ding. Ist das dein Ernst? Dena! Das ist doch nicht dein Ernst! Och, Junge! Alter, das ist doch Motivational Ass-Fuck, Digga! Junge, was meinst du, wie der sich freut hier? Ich kann kaum weitermachen, weil ich so geschockt bin irgendwie. Warum bist du geschockt? Ja, guck dir das doch mal an. Hey, das ist doch super! Das arme Kind, Alter. Was meinst du, was ist die Arbeitsmoral boostet? Was der schon ertragen muss normalerweise hier. Ja, ja, und jetzt nochmal on top das, ne? Willst du das am liebsten selber haben in deinem Zimmer, ne? Ja, wenn das hier mein Zimmer wäre, würde ich mich extrem wohlfühlen. Hier oben muss noch mal so ein richtig großer Donny. Guck mal hier. Ich habe das schönste Foto von Donald Trump rausgesucht, was es gibt, Alter. Seht ihr das? Das allerschönste Bild von Donald Trump habe ich mir rausgesucht. Ist es nicht geil geworden, Alter? Das Beste, was dir passieren konnte für deinen Channel, war, dass Donald Trump Präsident wird. Dass Donald Trump Präsident wird und Thomas Kanzler wurde, oder? Die beiden noch. Das ist ein geiles Bild, oder? Ja, ist perfekt auch gehangen. Ja? Das sieht er nur, wenn er aufsteht und sich hinsetzt. Guck. Oder nein, guck mal, wenn du auf Höhe bist. Warte. Wenn du auf Höhe bist, dann siehst du nur seine Augen. Oh mein Gott, die gucken über den Bildschirm drüber, ist ja richtig geil. Wie die Mona Lisa, die guckt dich immer an. Die guckt mich immer an, genau, das war Donald Trump genauso. Halt mich mal fest, halt mich nee, fest. Nee, kannst du nicht machen. Halt mich fest. Nein. Halt mich fest. Nee. Halt mich fest, bitte. Viel lustiger, wenn du musst mich nur festhalten. Aber bist du sicher? Nee. Kann ich festhalten? Ja, wo denn? Was denn? Am Arsch. Nee. Fass mal Hintern an. Nee, bitte nicht. Papa Donny, ganz oben. Das ist so ein bisschen aus wie so eine Mafia-Connection. Als wenn man so, so wenn man, Bild wenn man so verbindet, Alter. Die einzelnen Schnitte. Und Dena direkt unter Tür. Wer hängt mit wem zusammen? Interessant. Ah. Ja, ja. Thomas kriegt doch einfach, Leute, das habe ich doch gar nicht erwähnt. Thomas kriegt doch Gehalt abgezogen, wenn er die Bilder abhängt. Für jedes Bild. 100 Euro. Dena von dem Mann, was der kriegt Gehalt? Boah, sieht das geil aus, Leute. Schaut es euch mal an. Es gibt keinen Menschen, der sich nicht über so einen schönen Arbeitsplatz freuen würde, ja? Du nicht? Warum?
Achso, deshalb. Ja gut, aber ganz ehrlich Leute, ganz oben ist Familienoberhaupt Donny. Dann arbeiten wir jetzt hier rechts und links herunter. Und ich glaube, dass Thomas sich auf jeden Fall freuen wird. Ich werde die Kamera einfach mal leicht griffbereit haben, wenn er reinkommt. Und ja, wird auf jeden Fall eine geile Zeit für ihn hier zu arbeiten, oder? Tut mir leid, Thomas. Das ist mal wieder ein kleiner Lifehack aus meinem wunderbaren Format. Lifehack. Für 20 Euro jemand das komplette Leben zu ruinieren. Könnt ihr auf jeden Fall auch easy nachmachen. Hängt einfach Bilder von Donald Trump und euch selber bei euren Eltern auf. Sie werden euch garantiert danach hassen. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Auf Wiedersehen. Hey, Thomas, komm rein, komm. Ich hab mich zurückgehalten. Alles gut, alles gut. Komm. Halt mich zurück, halt mich zurück. Alles in Ordnung. Alles was in Ordnung. Ist los? Nichts ist, alles in Ordnung, ja. Alles gut. Ja, Alter, wo habt ihr denn dieses Bild, wo ihr euch gut versteht? Das muss ja ultra alt sein. Ja, ist das es auch. Das beste Bild, oder? Hi, Paul. Na, Digga. Ihm ist es einfach egal. Paul, also, gar nicht. Ja, Thomas, also ich hab das gemacht, damit du... Nein. Also ich bin ja alles echt nicht schlimm, aber das hier... Dass wir mich in meine Träume verfolgen. Also ich habe das jetzt aufgehangen, damit du mal ein paar Vorbilder an der Wand hast, Digga. Ich habe Bilder vor mir, aber Vorbilder sind das nicht. Doch, es sind Vorbilder, es sind Bilder vor dir. Also in gewisser Weise schon. Ganz oben halt der Religionsführer Donny, ne? Man kennt ihn. Und ja, also ich denke mal, du kannst dich da ganz gut an Donald Trump und mir orientieren, wenn du mal genauso erfolgreich und geil sein willst wie und ich. Und an mir. Und an denen an dem einen Bild, ja, natürlich, ganz klar. Ich glaube, Rico möchte eigentlich mit mir flirten, oder? Weil ich bin der Einzige außer Donald auf. Ja, das ist, glaube ich, was Besonderes. Felix. Oder? Ich fühle mich wirklich. Oh, ja, ich bin wirklich. Ja, Thomas, wie gefällt's dir? Ja, ich find's also echt... Da ich jetzt schon ja diese Bilder von Felix gewohnt bin mit diesem Gesicht. Macht das Arbeiten auf jeden Fall besser, oder? Macht richtig super. Sehr gut. Sind die überhaupt? Habt ihr die? Ich weiß es nicht, ich glaube nicht mehr. Ach doch, da sind sie alle. In 10 Jahren, wenn alle Zuschauer vergessen haben, kann man nochmal recyceln im Prank. Eben, genau, kann man da nochmal machen. Thomas, weißt du, was das Lustige ist? Was denn? Dass du dieses ganze Video jetzt auch schneiden darfst. Ach, mach ich nicht. Ach, guck mal, hier ist Pfeffer. Ja Leute, ich würde sagen, Thomas ist auf jeden Fall krank begeistert davon. Wir machen natürlich jetzt irgendeinen reißerischen Thumbnail, damit das Video auf jeden Fall auch nicht zu YouTube-Trends kommt. Ganz klar, man kennt das. Thomas! Ja, das war... Ah, sehr schön, Alter. Gute Idee. Leute, ich denke mal, dass auf jeden Fall Thomas, deine Arbeitsmoral wird es auf jeden Fall um 1000% Ich muss jetzt direkt werden, loslegen, Alter. Richtig, jetzt wird gearbeitet, auch weil du tatsächlich relativ spät heute hier bist. Gut, ich habe dir erzählt, dass das... Also das war ja meine Schuld, dass du... Leute, lasst einen Daumen nach oben da, schaut bei Felix vorbei, bei Schmurf, bei Thomas und jetzt viel Spaß beim Schnitt dieses Video. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.